Wenn ich Sie zum Pirkheimer-Tag begrüße, dann tue ich das. Unser Pirkheimer-Tag ist immer eine schöne Möglichkeit, unsere Themen, die uns am Herzen liegen, auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Ein Thema ist, wie gehen wir mit Alter um? Wie gehen wir mit einer alternden Gesellschaft um? Das ist ja eine komplexe Fragestellung. Und bei unserem Pirkheimer-Tag 2018 haben wir das in den Mittelpunkt gestellt und drei Preise und damit besondere Projekte ausgezeichnet. In unserer beschleunigten Arbeits- und Lebenswelt verändern sich familiäre Strukturen und haben einen starken Einfluss auf die Generationenbeziehungen. Begegnungen zwischen Alt und Jung finden seltener statt und sind nicht mehr selbstverständlich. Das Generationenexperiment fördert mit unermüdlichem Engagement Verständnis und Toleranz zwischen Alt und Jung und leistet einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dafür möchten wir den Pirkheimer Preis 2018 verleihen. Es ist ein intergeneratives Projekt zwischen Jugendlichen der M-Klasse der Hummelsteiner Schule und Senioren aus dem Stadtteil, die von der Christuskirche, von der Kirchengemeinde kommen, von der Avothek, vom Seniorennetzwerk, also von allen Einrichtungen, die vor Ort im Stadtteil sind. Wir bilden ja am Lehrstuhl für Kunstpädagogik Lehrer aus, die in die Grundschule, Realschule, Hauptschule gehen und Kunsterzieher werden oder unter anderem Kunsterzieher werden. Und haben parallel einen Masterstudiengang Kunstvermittlung, das heißt außerschulische Kunstvermittlung. Und gerade für die Mischung der Gruppen, Mittelschullehrer, angehende Mittelschullehrer und junge Leute, die sich für so einen Master Kunstvermittlung interessieren, war dieses Projekt wirklich sehr prägend. Das habe ich von vielen der teilnehmenden Studenten als Feedback bekommen, weil sie festgestellt haben, dass in diesem Setting, sage ich mal, der zwei Generationen miteinander ein Potenzial liegt, was wir gar nicht abschätzen können. Unser Pirkheimer Preis fasst wirklich mal die Themen an, die uns auch betreffen. Und deshalb suchen wir dann in diesem Themenfeld nach Projekten, wo wir sagen, oftmals im Verborgenen schlummernd, da entsteht was Neues, was Besonderes, eben was Auszeichnungswürdiges. Und unser Pirkheimer Preis besteht eher eigentlich darin, dass wir es in die Öffentlichkeit bringen und auch ins Gespräch. Ein zentraler Gedanke, wenn Menschen im Alter leiden, egal ob im Heim oder zu Hause, leiden sie vor allem an drei Übeln. An der Einsamkeit, an der Hilflosigkeit und auch häufig an totaler Langeweile. Und ich freue mich sehr, dass ich heute das Maria-Martha-Stift in Lindau mit auszeichnen darf. Das Maria-Martha-Stift in Lindau, wir sind im Alten- und Pflegeheim. Es gibt in Deutschland nur zwei Heime, die nach der Eden-Alternative arbeiten. Wir wollen in unserer Einrichtung für die Menschen eine Heimat schaffen, dass sie sich zu Hause fühlen, dass sie mit Verantwortung, mit eingebunden sind, dass es in der Beziehung ist wie auch in der Familie, dass sie sinnvolle Aufgaben haben. Wir nutzen ja unseren Pirkheimer Tag, um das Dankeszeichen der Akademie auch zu verleihen. Und deshalb haben wir in diesem Jahr Danke gesagt an Hermann Imhoff. Er ist dem Haus seit Kindertagen verbunden, aber das muss man schon hervorheben, über 10 Jahre auch Mitglied des Aufsichtsrates, der sich hier einbringt zu allen Sitzungen und das alles komplett ehrenamtlich macht. Da hat er sich viel eingebracht und letztlich muss man auch meine Form finden, um Danke zu sagen. Es braucht auch Menschen. Caritas Pirkheimer hat es geschrieben, die in unzerbrechlicher Treue zu Dingen stehen. Ja, und zu diesen Menschen gehört auch Hermann Imhoff. Ich freue mich über diesen Preis oder über diese Anerkennung viel mehr als über viele andere Auszeichnungen. Ich bin jemand eigentlich, der Auszeichnungen generell ablehnt, weil ich denke, das ist mein Job, den ich tue in der Politik. Aber mit dem CBH, mit den Jesuiten im Speziellen, verbindet mich ein Leben lang die allerbesten Erinnerungen. Ich würde behaupten wollen, dass es ganz maßgeblich ist, diese Spiritualität im Alltag pflegen zu dürfen, weil es mir hilft, die innere Balance zu halten, nicht abzuheben. Das ist die Frage von Macht und Anerkennung, auch die Brüche zu sehen. Und deswegen bin ich dem Orden über alles hinaus dankbar. Ich freue mich, dass dieses Pirkheimer Haus
inzwischen weit über die Region, ich denke auch in Bayern, bekannt ist als ein Haus, weltoffen, liberal, alle zentralen Themen, Sie haben es heute benannt, die Frage der Menschenrechte, Menschen auf der Flucht, wie gehen wir damit um? Ein Korrektiv auch sind für die Politik, unbequem. Und im Rückblick sage ich, gehört eine zu meinen zentralen Erfahrungen des Lebens, hier geprägt worden zu sein.